Die Staufer Festspiele präsentieren Stadtgeschichten. Stadtgeschichten ist eine Produktion der Staufer Festspiele Göppingen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kulturschaffende aus der Region zu Wort kommen zu lassen und über ihre aktuelle Situation zu berichten. Zudem treffen wir uns mit Menschen aus Göppingen, die im sozialen Bereich tätig sind und ihre spannenden Projekte bei uns vorstellen. Stadtgeschichten. Heute mit Oh, das ist hell. Oh, ja, die Sonne auf. Oh, die Sonne. Die Sonne scheint heiß, wenn sie scheint, scheint auf mich hernieder. Ich creme mich ein, mich, mein Gesicht, mein Bauch und auch meine Brust, mein Gesäß und meine Glieder. Anatomisch ungünstig gebaut, meine Arme sind. Egal was ich auch mach, ich komm nicht bequem an meinen Rücken hin. Wer cremt mir jetzt meinen Rücken ein? Ich komm selber nicht dran, Mann. Herzlich willkommen zu Orange Fuel TV. Zuschauer. Danke. Are you ready to go? Aha. Magus. Yeah. Mene. Okay. All right, fellas. Let's go. Geistlinge, was geht ab? Yo. Yo. Live. Who's in the house? Live. Live und ohne DJ. Ist gar keiner da, Alter. Was geht? Die haben gesagt, die Show ist verkauft. Ich hab überhaupt keinen Arsch sitzt da. Ein Publikum. Ich hab Publikum. Ich hab. Gib mal ab. Yo, man. Here we are! So, come on! Ein Publikum! Weißt du, was du machst, Publikum? Ich sag dir konkret, was du machst. Du machst ja, ja, ja und ja und noch einmal ja. Guten Tag, liebe Autokino-Besucher. Herzlich willkommen bei den Stauferfestspielen. Ich begrüße heute Markus Bader und Gine Bader Ramos, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von der Band Orange Fuel, die ihr gerade auf unserer Leinwand gesehen habt. Ja, die Aufzeichnung, die Sie gesehen haben, die stammt aus einer Livestream-Geschichte oder aus einem Livestream-Konzert aus der Rätsche in Geislingen. Sie ist Mitte Mai entstanden. Hallo Markus, hallo Gine, schön. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir ein bisschen zu plaudern. Vorab möchte ich einfach ganz kurz ein bisschen was zu eurer Band wissen. Wie lange gibt es euch schon? In welcher Besetzung seid ihr unterwegs? Und vor allem, seid ihr eigentlich eine Rockband? Wir sind eine Coverband, sagt man, glaube ich. Wir spielen Rock, Pop, Hip-Hop, Jazz, Punk, keine Ahnung. Also alles, was uns gefällt. Und was wir zu dritt umsetzen können auch. Ja. Ohne Einschränkungen. Also ist egal, ob Top 40, ob es bekannt ist oder nicht. Wichtig ist, dass wir das Lied gut finden und Spaß dran haben und eben zu dritt hinkriegen. Wir sind zu dritt. Gine spielt Bass und singt. Ich spiele Gitarre und singe. Und unser Schlagzeuger Matt, der kann leider nicht. Gerade weil der ist so viel beschäftigt, der ist irgendwo anders unterwegs. Deswegen kann der auch nicht immer. Deswegen borgen wir uns manchmal anderen Schlagzeuger. Aber am liebsten haben wir ihn. Ja. Unser Lieblingsdrummer ist nämlich der Mede. Ja, uns gibt es seit 2009, glaube ich, wenn ich es richtig recherchiert habe. Wir kannten uns vorher schon, wir sind halt Göppinger und haben früher schon zusammen Musikfeste veranstaltet und in anderen Bands gespielt und machen das jetzt seit guten 10 Jahren und haben da einfach Spaß dran. Wir spielen auf allen möglichen Festen, privat oder Firmenfeiern oder Stadtfestchen, Musiknächte, Kneipennächte. Wo wir Lust haben, halt einfach drauf. Also. Ja, das klingt nach einem richtig interessanten Musikerleben. Ja, und wie gesagt, wir sind eigentlich eine Coverband, wir haben auch ein paar eigene Songs und die mogeln wir dann so heimlich dazwischen. Ja, ihr hättet eigentlich diesen Sommer viele Auftritte gehabt wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, ganz schön viele, auch viele, auf die wir uns besonders gefreut haben. Zum Beispiel unser erstes Live-Karaoke-Konzert. Das holen wir nach, auf jeden Fall. Und ihr seid dabei, auf jeden Fall. Und Sommer in Orange auf dem Schlossplatz in Zusammenarbeit mit dem Café Bozen.
oder Musiknächte. Wir hätten in Lindenberg, ich habe gerade an den Udo denken müssen, in Lindenberg gespielt auf einer Musiknacht. Also lauter schöne Dinge, die flach gefallen sind. Und es ist gar nicht so einfach. Wir haben noch andere Jobs nebenher, aber unser Drummer ist Musiker für den Beruf und für den fällt ziemlich viel weg und der muss sein Leben ja noch stemmen. Und ja. Keine einfache Zeit gerade. Ja, ihr nehmt mir sozusagen gerade schon meine Frage weg. Ich wollte darauf hinaus, wie es euch denn jetzt als Künstler in dieser besonderen Zeit doch geht, wo alle Konzerte abgesagt sind. Und ja, ihr habt es gerade schon angesprochen, ihr habt noch andere Jobs, aber euer Musiker oder euer Drummer, den trifft es besonders hart. Ja, wie geht ihr damit um oder wie seid ihr jetzt damit umgegangen mit dieser Situation? Also für uns war es, wie gesagt, nicht so schlimm. Wir haben feste Jobs, bei mir ist ungefähr das halbe Einkommen weggebrochen. Kann ich ein paar Monate schon so durchstehen. Bei mir ist nur die Psychohygiene weggefallen. Die Band ist auch so ein bisschen Ausgleich für allen möglichen anderen Stress, den man so hat. Und das vermissen wir schon arg. Jetzt, wie gesagt, für uns beide ist finanziell nicht so schlimm. Der Madde muss gucken, er hat jetzt so eine Hilfe beantragt, auch bekommen. Aber ab Juni weiß er auch nicht, wie es weitergeht. Es geht ja vielen so. Wir sind auch, außer der Band, haben wir noch verschiedene Kulturinitiativen, für die wir tätig sind, veranstalten auch selber Sachen. Das fällt jetzt alles weg. Keiner weiß, wann und wie es weitergeht. Ja. Was soll man da sagen? Wisst ihr ja alle selber. Ja, wissen wir alle selber. Dabei kam das Format von dem Livestreaming auf. Das hat ja dann jeder angefangen, viele Theater, viele Bands haben dann darauf auch zurückgegriffen, unter anderem ihr auch. Wie denkt ihr denn persönlich über dieses Format, beziehungsweise wie seid ihr drauf gekommen oder wie kam es denn dazu, dass ihr das Livestream-Konzert in der Rätsche gemacht habt? Also grundsätzlich zu dem Format, ich finde es gut, dass es sowas gibt, dass es überhaupt was gibt für den Musiker. Ich persönlich dachte jetzt eher nicht, dass das spannend sein könnte. Wenn ich jetzt von mir aus gehe, wenn ich zu Hause im Wohnzimmer sitze und mir so ein Live-Konzert angucke, dann muss es irgendwie schon eine besondere Lightshow und megamäßig was inszeniert sein oder so. Und so ein kleines Clubkonzert, da fehlt mir so die Live-Atmosphäre. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir das machen und dass das jemand interessiert. Aber die Rätsche, also das Schlachthaus Rätsche kennt man ja hier in Geislingen, ist ein Club, die haben das initiiert und der Verein zahlt kleine Gagen an die Künstler und fordert die Gäste auf, online zu spenden und es geht alles an die Künstler und das ist halt so eine Initiative, dass die ein bisschen was verdienen können und dass sie überhaupt mal wieder spielen können. Und die haben den Madde gefragt, unseren Drummer, ob er spielen will und der hat uns gefragt, ob wir da mitmachen und dann haben wir gesagt, ja gut, machen wir es halt. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, gut, ich finde es gut, dass wir es gemacht haben. Wir mussten den Markus ein bisschen überreden, weil eigentlich hatte der keine Lust. Aber ich habe mein erstes Livestream war nämlich der Axel Nagel auch in der Rätsche. Und ich fand es voll schön zu wissen, dass jetzt in dem Moment jemand live spielt und ich sehe es an. Natürlich ist es schöner, wenn man dabei ist, aber auch, man schaut es ja auch als Gemeinschaft an, auch wenn die nur eine Ziffer oben bei YouTube oder wo auch immer das ist. Und insofern hat es auch, muss ich das Ding mal wegmachen, auch was Gutes, also diese Zeit jetzt. Mhm. Es entstehen neue Dinge und wir lernen dran, haben auch Bock, sowas nochmal zu machen oder auch jetzt hier zu sein. Ist sehr aufregend, aber auch schön. Ja. Wie waren die Erfahrungen denn für euch dann so ganz ohne Zuschauer zu spielen? Also man steht auf der Bühne und man guckt in ein schwarzes Loch und ja, erzählt mal ein bisschen davon. Also das erste Mal war ja im Rahmen, in einem ganz anderen Rahmen. Da war es ohne Zuschauer und ohne Zuschauer. Also vielleicht willst du was erzählen. Das erste Konzert, das wir gespielt haben seit dem Lockdown, war vor komplett leerer Halle. Das war im Rahmen von einem Veranstaltertechnik-Abschlussprojekt. Und da hat eine Absolventin eben ihre Prüfung machen müssen. Ihre Veranstaltung ist ausgefallen, also sollte sie irgendeine Veranstaltung machen, um wenigstens ihre Prüfung damit machen zu können und hat uns gefragt, ob wir als Band da spielen können. Und dann haben wir einfach vor der leeren Halle, da war nur ein Techniker da und sie und wir haben dann noch einen Filmemann eingeladen und haben das Ganze für einen Videodreh genutzt. Und das nächste war eben dieser Livestream in der Rätsche und wir haben dann kurz drauf in Kirchheim im 3K sowas nochmal gemacht, so ähnlich. Ist für uns neu, komisch, weil wir oft auch von der Interaktion leben mit dem Publikum ein bisschen. Und normalerweise, wenn wir nach dem Konzert heimgehen, dann haben wir irgendwie so schöne Erlebnisse gehabt mit Menschen
Und das fällt irgendwie jetzt weg. Das ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite eben auch spannend, weil es neue Herausforderungen sind. Wir haben jetzt das so ein bisschen als Fernsehshow konzipiert und das war ein bisschen chaotisch. Da haben wir halt überhaupt keine Routine und das ist eine neue Herausforderung. Macht Spaß. Also diese neuen Formate, ja, wären wir wahrscheinlich voll. So nicht drauf gekommen. Hätten wir sonst nicht gemacht. Okay, dann ist euer nächster Plan dann eine Fernsehshow. Nein, jetzt lauter Videos. Ja, nur noch. Nein. Wollen im Kino auftreten. Genau, im Kino sind wir gerade. Wir hatten uns auch ein neues Format überlegt und so ist das Autokino entstanden. Genau, auch eine ganz neue Art. Noch eine abschließende Frage. Was wünscht ihr denn dem Autokino-Publikum oder was wünscht ihr überhaupt eurem Publikum für den kommenden Sommer? Also, wie vorher schon gesagt, wir hatten vieles vor, was alles jetzt nicht klappt. Es gibt neue Herausforderungen, man muss lernen, damit umzugehen. Ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder möglich ist, dass sich Leute begegnen können und dürfen und sich trauen und eben gemeinsames Erleben wieder stattfinden kann. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dadurch, dass man wenig gemeinsam erlebt, geht jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg. Also es wird immer mehr, Einsamkeit wird mehr und so das Miteinander wird weniger, das Gegeneinander wird irgendwie stärker, so ein bisschen. Das ist ein bisschen schade, aber. Aber wir hoffen und wir wünschen uns, dass es genau solche Formate weiterhin gibt. Also natürlich, dass es schnell wieder gelockert wird in dem Rahmen, wie es möglich ist, dass man sich schnell wieder persönlich begegnet. Das ist uns sehr wichtig und da leben wir ja auch davon, von dieser Kommunikation. Und wir hoffen, dass es weiter solche Formate gibt wie hier. Das finden wir super. Und sind auch gern bei allem dabei und finden das toll, was so da ins Leben gerufen wird an neuen Dingen. Super, danke. Ja. Wir hoffen, dass diese Krise jetzt dazu beiträgt, dass man versucht, das Beste daraus zu machen und daraus lernt und nicht irgendwie sich bekriegt, weil jetzt so verschiedene Lager entstehen oder sowas. Wir sind alle auf einem Planeten, müssen klarkommen irgendwie. Dann nehme ich aus diesem Wunsch die Gemeinsamkeit mal mit, dass ein Miteinander trotzdem möglich bleibt und bald wieder möglich wird auch. Dann danke ich euch ganz herzlich für dieses Interview. Markus, Gine, ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen frohen, orangenen Sommer. Danke. I was walking down the street with a lot of shit in my brains. It seemed so happy to me. Geht's doch! Was spinnt ihr eigentlich? Ja! Total! Total! Das Publikum sagt, wir drehen total durch. Ja, geil! Ja, auch! Das ist es ja! Ah, ihr fehlt uns so arg! Wir bedanken uns ganz herzlich. Und wir freuen uns, euch bald mal auf einem Konzert von uns zu sehen. In live, echt und farbig.